US-Präsident Joe Biden hat angekündigt, dass er nicht für eine zweite Amtszeit kandidieren wird. Es war die größte Ehre meines Lebens, als Ihr Präsident zu dienen. Obwohl ich die Absicht hatte, mich um eine Wiederwahl zu bemühen, glaube ich, dass es im besten Interesse meiner Partei und des Landes ist, wenn ich mich zurückziehe und mich für den Rest meiner Amtszeit auf die Erfüllung meiner Pflichten als Präsident konzentriere, schrieb Biden in einer über die sozialen Medien veröffentlichten Erklärung. Er bedankte sich bei der Vizepräsidentin Kamala Harris und unterstützte sie als Kandidatin der Partei. Bidens Entscheidung kommt nach einer schwierigen Zeit, in der er in einer Debatte gegen Donald Trump schlecht abgeschnitten hat, was dazu führte, dass immer mehr Rufe nach seinem Rücktritt auftauchten. Trump reagierte auf die Nachricht mit Kritik an Bidens Präsidentschaft. Unterdessen lobten Persönlichkeiten wie Bill und Hillary Clinton und Barack Obama Bidens Dienste, wobei Obama Harris in seiner Aussage ausdrücklich nicht erwähnte. Die Demokratische Partei steht nun vor der Aufgabe, einen neuen Kandidaten zu benennen. Während einige Harris als unangefochtene Kandidatin unterstützen, fordern andere eine Vorwahl, um Kandidaten wie Mark Kelly, Josh Shapiro und Gavin Newsom die Möglichkeit zu geben, sich zu bewerben und einen demokratischen Prozess zu gewährleisten.